Julia Kleine. Und damit schönen guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben. 17 Milliarden Euro mehr für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in ganz Deutschland. Aber was bedeutet das eigentlich? Wir haben uns das Ganze mal näher angeschaut. Diese Band hier hinter mir, die hat sehr, sehr viel Jazz im Blut, seit vielen, vielen Jahren, denn sie sind die älteste Jazzband in Nordrhein-Westfalen und sie spielen eine Stilrichtung, die es nicht so oft gibt, und zwar New Orleans Jazz. Sie sind damit sogar international auf Tour und sehr erfolgreich und dieses Jahr, da feiern sie ein ganz besonderes Jubiläum. Großartig. Und wie toll das Wetter wird, das schauen wir uns jetzt mal an und damit zu den Wetteraussichten für Köln und Umgebung. 17 Grad, ja, und das war Ihre Lokalzeit aus Köln für heute. Aber hier in Ihrem WDR-Fernsehen geht es natürlich weiter um 20.15 Uhr mit Ihrer Gourmet-Doku-Reihe. Der Vorkoster Björn Freitag hat heute Milch- und Pflanzendrinks im Check. Was steckt drin und wie werden sie gemacht? Direkt im Anschluss an die Tagesschau. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen. Ich freue mich auf Sie.